Hallo und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat eine starke Woche hinter sich. Der DAX verzeichnete jeden einzelnen Handelstag Gewinne, auch wenn er sich wie am Freitag aus dem Minus nach oben kämpfen musste. Auf Wochensicht beläuft sich das Plus damit auf rund 4%. Blicken wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Krämer. Johanna, der DAX hat also eine starke Woche hinter sich. Was können wir uns denn vom Start in die neue Woche erwarten? Einen schönen guten Morgen hier aus Frankfurt, lieber Andi. Wir gehen davon aus, dass diese Stärke weiter fortgesetzt wird. Die ersten Berechnungen ergeben ein Plus von 0,4%, damit hauchdünn unter der Marke von 13.300 Punkten. Und beim Blick auf die Vorgaben, da sehen wir, dass zumindest aus Japan beim Nikkei positive Vorgaben kommen, denn wir haben hier ein ordentliches Plus zu verzeichnen. Einen Schlussstand von 1,8%. Schlussstand daher, weil wir natürlich jetzt in der Winterzeit sind und damit das Ende an der japanischen Börse des Handels. Ende eine Stunde für uns früher ist. Dafür haben wir allerdings den Hang Seng und den Shanghai Composite leicht im negativen Bereich. Und du hast gerade schon angesprochen, der DAX konnte am Freitag das Plus zumindest zum Handelsende noch rausschlagen. Da hat eine sehr gute Wall Street am Freitag für Unterstützung gesorgt, denn auch hier ging es für den Dow Jones ordentlich nach oben. 2,6%, auf Wochenbasis sogar 5,7%. Hier ist ja nach wie vor noch die Berichtssaison angesagt und in vollem Gange. Apple und Intel konnten gute Zahlen liefern. Amazon dagegen lag unter den Erwartungen. Hier ist es die hohe Inflation, die die Kauflaune etwas bremst. Aber wir bleiben bei den positiven Nachrichten. Heute gehen wir davon aus, dass der DAX noch mal ein Schippchen drauflegen wird. Daran bleiben wir doch positiv. Vielen Dank, Johanna. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Markt. Die ist heute die Lufthansa. Die Lufthansa hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie war schon im Vorfeld über eine wichtige Widerstandszone ausgebrochen. Jetzt drückt die nächste Hürde auf der Oberseite in den Fokus. Sollte der Kurs auch diesen Widerstand nehmen, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Morgen gibt es aufgrund des Feiertags in Bayern keine Sendung. Wenn Sie mögen, sehen wir uns also am Mittwoch wieder.